Hier noch eine Ergänzung zu dem anderen Video über Minimalismus als Lebensprinzip. Wenn Sie diesen Weg beschreiten wollen und mehr Freiheit in Ihr Leben bringen wollen, indem Sie sich von bestimmten Dingen trennen, dann gibt es da auch ein paar praktische Hinweise dazu. Denn es kann manchmal sehr schwierig sein, da irgendwie, wenn man diesen Weg beschreiten möchte, richtig loszulegen. Denn ganz praktisch, wenn Sie irgendwo sagen, okay, ich will das machen, und Sie haben einen Keller in einem großen Haus im schlimmsten Fall und Sie gehen in Ihren Kellerraum oder in Ihren Keller und da haben Sie 10 Räume und die sind alle komplett überfüllt. Das ist nicht gerade motivierend, da wirklich anzufangen und das anzugehen, weil es nämlich halt ein Riesenangehen dann erstmal ist. Und deswegen hier ein paar praktische Hinweise. Wenn Sie diesen Weg beschreiten wollen, ein bisschen mehr Freiheit in Ihr Leben zu bringen und sich von Dingen zu trennen, ist der erste Hinweis, fangen Sie klein an. Das heißt also, gehen Sie nicht durch Ihren kompletten Keller und nehmen sich zu viel vor, sondern fangen Sie mit im Keller mit einem Raum an. Oder noch besser ist es, dass Sie irgendwo in Ihrer Wohnung oder in Ihrem Haus mit nur einer Schublade anfangen. Anstelle von einer Schublade könnten Sie auch nehmen Ihr Portemonnaie. Das funktioniert so, bleiben wir mal bei der Schublade. Sie machen die Schublade auf, räumen alles raus, wischen Sie vielleicht einmal kurz aus und haben dann alles auf einen kleinen Haufen und dann nehmen Sie jedes Teil einzeln in die Hand, was da drin war. Und fragen sich dann, nutze ich das und bringt es Mehrwert in mein Leben? Und will ich es noch weiter in meinem Leben haben? Und wenn die Antwort ja ist, dann ist die nächste Frage, wo gehört es hin? Wo ist der tatsächliche Platz für dieses Teil? In dieser Schublade? Gut, dann da rein und wenn nicht, halt dahin, wo es hingehört. Und von allen Dingen, von denen Sie sagen, nee, davon will ich mich eigentlich trennen, wäre, wenn es was Emotionales ist, dann wäre es, können Sie es fotografieren, das habe ich im anderen Video kurz erwähnt, das macht es also auch nochmal etwas leichter, diesen Abnabelungsprozess, dann ist also das nicht komplett weg, aber dann haben Sie das Teil zumindest schon mal, sind Sie davon schon mal frei. Das heißt, Sie sagen, okay, davon will ich mich jetzt lösen. Und dann können Sie einen Haufen machen für Dinge, die Sie verschenken oder spenden wollen, einen Haufen für Dinge, die Sie verkaufen oder versteigern wollen und einen Haufen für Dinge, die kein Mensch mehr braucht, die Sie wegschmeißen können. Und das ist sozusagen die Systematik. Und dann gehen Sie halt diese ganzen Dinge durch und hinterher wird hoffentlich die Schublade ein bisschen kleiner sein als vorher, also weniger Zeug drin sein als vorher. Und dann beobachten Sie einfach mal, wie das für Sie ist, denn in den meisten Fällen ist das ein sehr angenehmes Gefühl. Das ist psychologisch befreiend. Und das ist dann also wirklich so ein Erfolgserlebnis, geschafft. Und die Empfehlung ist also, fangen Sie klein an und nehmen sich danach, wenn Sie Lust haben, noch die nächste Schublade vor. Das können Sie aber auch am nächsten Tag machen. Also das ist ein immerwährender Prozess. Also das einmal alles anzugehen, ist halt ein Riesenakt. Deswegen also nochmal klein anfangen. Zweiter praktischer Hinweis ist, so einen Zwischenschritt einzubauen bei Dingen, wo Sie sich nicht ganz sicher sind. Das geht zum Beispiel im Kleiderschrank sehr gut, wenn Sie den Kleiderschrank nicht komplett ausräumen, sondern erstmal durchgehen, okay, was kann sicher weg? Und bei allen Dingen, wo Sie sich nicht sicher sind, können Sie, wenn Sie es auf dem Kleiderbügel haben, den Kleiderbügel umgekehrt reinhängen. Also das heißt sozusagen, dass der Haken von hinten an die Kleiderstange kommt. Und wenn Sie das Teil dann, was auf diesem Kleiderbügel drauf ist, mal anziehen in der nächsten Zeit, dann hängen Sie es danach wieder richtig rum rein. Das heißt, Sie fangen an, indem Sie alle Dinge bei dieser Aussortieraktion im Kleiderschrank halt falsch rum mit dem Kleiderbügel an den Haken hängen. Und wenn Sie es dann anziehen das erste Mal, dann hängen Sie es halt wieder richtig rum dran. Und dann nach 3 oder 4 Monaten können Sie schauen, alle Teile, die noch falsch rum auf der Kleiderstange draufhängen, die haben Sie also jetzt nicht angehabt für 4 Monate und dann können Sie sich dann jetzt vielleicht von trennen. Also das ist auch ein Hilfsmittel, wie es Ihnen leichter fällt. Nämlich zu sehen, ich habe es nicht angehabt. Nett ist dann übrigens, gerade beim Thema Kleiderschrank, das ist nämlich ein klassisches Beispiel für die Dinge, die immer überfüllt sind. Wenn Sie das so konsequent machen, dann ist das Ziel irgendwann, dass Sie in Ihrem Kleiderschrank nur noch Dinge haben, die Sie wirklich häufig und gerne anziehen. Also Ihre Lieblingsstücke. Das heißt, Sie haben einen Kleiderschrank voller Lieblingsstücke. Großartig. Und ähnlich können Sie es auch machen mit einem separaten Bereich, wie zum Beispiel einer Schublade. Ich habe in meiner Küche zum Beispiel eine Schublade, die nenne ich Goodbye-Schublade, weil da Dinge drin sind, bei denen ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob ich die tatsächlich nicht nochmal brauchen könnte.
Und dann packe ich die in diese Schublade rein und gucke die, wenn das in 4 Monaten da noch drin ist und ich es nicht benutzt habe, ja, dann kann es ja wohl weg. Und wenn ich so irgendwann aus dieser Schublade wieder rausnehme und wieder an seinen Platz stelle, dann weiß ich, okay, ist noch nicht Zeit, mich davon zu trennen. Das waren also jetzt ein paar praktische Hinweise, wenn Sie diesen Weg beschreiten wollen, Minimalismus, wie Sie das starten können und wie Sie das umsetzen können für sich. Und ich würde immer anfangen mit diesen materiellen Dingen, die Sie haben. Das führt dann irgendwann auch zu einer gewissen Konsumkritik, denn ja, man kauft dann einfach auch sehr viel bewusster ein, weil man ja weiß, so, oh, ja, das ist jetzt wieder ein Ding, ein Teil in meinem Leben. Will ich das wirklich? Nutze ich das wirklich? Wird das einen Mehrwert bringen? Und dann weitere Dinge kommen im Anschluss. Das heißt, dass man nach dieser Konsumkritik irgendwann auch mal so seine Verhaltensweisen überprüft oder seine Beziehungen auch überprüft oder Hobbys, wie man seine Zeit verbringt und das auch ein bisschen, ja, ein bisschen aussortiert einfach. Die Dinge, die keinen Mehrwert mehr im Leben bringen, einfach sein zu lassen. Denn Sie werden es merken, wenn Sie das angehen, das ist ein befreiendes Gefühl. Ja, wenn Sie also nach dieser Geschichte mit der Schublade ausräumen irgendwie ein richtig schlechtes Gefühl haben, dann lassen Sie es, dann ist das nicht das Richtige für Sie. Aber die meisten werden einfach merken, so, oh, das ist schön, das ist befreiend. Und dann weiter so.